Ja, ist gerade kurz gestolpert. So, jetzt ist er drin. Nimmt sich das Mikrofon. Genau, wir verlieren keine Zeit. Ich drück jetzt hier den Start. Ihr könnt mir wieder euren Wrestler-Namen senden und den Tipp. Und Ich habe jetzt. bloß einen Crap. Hallo Krabby. Start. Ladebildschirm. Oh, danke, Worobiev. So bin ich. Marco, kannst du den einmal kopieren, den Chat, Borobjew? Sag, ob ich als erstes reinkomme, dann kann Ich ich habe die hier gerade ein Musik Problem, der abmachen. kopiert hier so Kacke. Ich mache gleich das Stopp. Was ist denn hier los, ey? Wenn du reinkommst, ne? Also wenn. Ja. Boah, jetzt wird's spannend. Wer wird Miyagi Championship-Titelträger? Wer kommt zuerst in die Halle? Erstmal bekommt den Titel. Andrew Adams. Brauchst du einen längeren Einzug kennen? Jetzt habe ich das gar nicht gehört. Da kommt Snake Eyes. Snake Eyes kommt, ne? Sag beim Stopp.
Ja. Und jetzt der Titelträger, stopp. Jetzt der Titelträger. Seit Wochen ungeschlagen. Das wird eine harte Nummer für Andrew Adams, Snake Eyes. Ladies and Gentlemen. Der Mustermann. Thank you.
survival. The match becomes almost secondary when you get near all these dangerous objects. Snake Eyes jetzt in der Kontrolle. Muss aber noch am Boden, kontrolliert Adams, setzt ihm zu. Muss aber einen Konter, den Schlag von Snake Eyes, verpasst ihn einen harten Ellbogen gegen den Kopf. Noch einer. Also hier ist jeder, der in der Mitte ist, das Opfer, so wie es aussieht. Andrews, jetzt schnappt sich jetzt Snake Eyes mit dem Kick im Magen. Hat Snake Eyes gar nicht mit gerechnet. Die harte Clothesline haut ihn hier zu Boden. Mustermann ziemlich ausgenockt. Aber das kennen wir auch vom Mustermann. Der war schon so oft abgeschrieben, so oft ausgenockt. Hat ihm noch im letzten Moment das Match für sich entschieden. Oh, Snake Eyes holt den Sledgehammer und schlägt auf Andrew Adams ein. Nochmal. Oh, nochmal. Ein dritter Schlag. Aber ich glaube, da konnte sich Andrew Adams wegrollen. Dropkick gegen Bein. Das war taktisch sehr geschickt von Adams. Sledgehammer fliegt dem Snake Eyes aus der Hand. Mustermann scheint auch ziemlich K.O. zu sein da am Boden. So langsam zeigt sich die Wirkung der Aktion, die wir bis jetzt gesehen haben. Adams bearbeitet Mustermann. Snake Eyes hat Zeit, sich jetzt auszuruhen. Braucht gar nicht eilen. Braucht gar keine Hektik walten lassen. Kann regenerieren. Naja, aber wenn er sich nicht beeilt, dann kommt der Mustermann und dann... Wenn das stimmt. Gute Sachen zeigt, könnte er es schaffen. Das stimmt. Dropkick von Adams geht ins Leere. And we're back to this form of attack. Yes, we are. The same form of attack we've seen before. And he's heading back in. I can't blame him. Nothing good is gonna happen. Jetzt Mustermann und Adams im Ring. Snake Eyes ist immer noch draußen. Liegt immer noch regungslos am Boden. Pin jetzt hier von Mustermann. An Adams. Zwei. Ah, Adams kommt raus. Da muss noch ein bisschen mehr folgen. Snake Eyes hat das gemerkt wohl. Er berappelt sich langsam draußen. Merkt man jetzt auch. Jetzt wird langsam Zeit reinzugehen. So langsam nähern wir uns der Entscheidung. Schnappt sich hier auch direkt der Mustermann. Ab in die Ringecke mit ihm. Oh, harte Schläge in den Rücken. Mustermann kontert mit dem Elbow. Dropkick von Mustermann. Adams sollte auch, war aber etwas später dran. Ja, dafür muss man jetzt bestraft. Wir begrüßen Famous. Hallo Famous. There are no allies in matches of this nature, but I wouldn't be surprised to see a temporary union and a little two-on-one battle taking place. Oh, Snake Eyes wirft hier Adams weg. Snake Eyes jetzt der Einzige, der steht. Oder hat er fast das Bein auf Mustermann gelegt? Pin jetzt von Snake Eyes. Zwei. Ah, kommt Adams raus. Da sieht man's. Man darf Snake Eyes nicht einfach so abschreiben. Ah, ist richtig. Der hat auch schon einige Matches umgedreht. Auch gegen Adams. Da, wo es auch erst so aussah, als wenn Adams gewinnen würde. Am Freitag. Ja, da hat er seine Chance genutzt. Danke, Cookie Monster, fürs Follow. Und danke an Gomol H. Danke auch fürs Follow. Adams kontrolliert jetzt das Match. Hier muss man am Boden. Setzt jetzt Snake Eyes zu. Muss man berappelt sich. Cover von Adams an Snake Eyes. Mustermann rettet. Schön
Schade, da hätte ich mich gefragt, ob Snyder's da rauskommt. Und ich verneige mich auch vor Crappy NB und sage danke fürs Follow. Adam ist ja ziemlich angeschlagen in der Ringecke. Mustermann und Snake Eyes, die beiden wieder gegeneinander hier. Adam ist aber auch wieder da. Schaut sich das Geschehen der beiden hier gerade an. Adam ist jetzt ziemlich, hat jetzt eine Aktion kassiert. Ist jetzt immer raus aus dem Spiel und Snake Eyes legt jetzt gegen Mustermann nach. Der Adams scheint noch gut dabei zu sein. Er kommt noch recht schnell hoch. Wobei, ich sag's gerade und dann braucht er doch ein bisschen länger. Hallo, Pascal. Also. Buddy's Best Killer, begrüßen wir auch. Buddy's Best Killer, hallo. Jetzt im Hauptmatch kommen alle. Ja, Main Event hier. Im Yagi Universe. Oh, Mustermann wird jetzt hier von Snake Eyes hart zu Boden befördert. Hier nach dem Whip-In. Und Adams covert ihn. Da hat aber Snake Eyes was dagegen, denn das war seine Aktion. Oh, wie wir sehen, die Fans. Keiner sitzt mehr. Keiner sitzt mehr. Jeder ist gespannt. Wer wird den Miyagi Championship Title gewinnen? Oh, Dropkick von Mustermann geht ins Leere. Oh, und jetzt Snake Eyes kassiert, jetzt hart hier von Adams. Mustermann dreht ihn um, will das ausnutzen, aber er sollte sich lieber um Adams kümmern, tut er jetzt auch. Oh, und da sitzt der Hurricanrunner von Adams hier gegen Mustermann. Aber Vorsicht, Snake Eyes, er lauert, der ist da auch schon wieder, der kommt hoch. Der ist gar nicht so angeschlagen, wie er gerade tat. Außerhalb des Rings. Er ist nicht umsonst eine Schlange. Eine hinterhältige Schlange, sage ich dazu. Macht aber hier die Ringseite. Und Mustermann blutet, aber das kennen wir von ihm. Pin jetzt von Adams. Snake Eyes greift ein. Wen werden wir mit dem Gold sehen? Wie werden wir mit diesem Pay-Per-View mit dem Gold in seinen Händen abschließen? Der jetzt schon über 7 Stunden geht. Gute 7 Stunden. Oh ja, wir haben gute Matches gehabt. Viele Entscheidungen, was Neues. Egal welches Pay-Per-View, immer geile Matches. Das ist die Hauptsache. Oh, da wollte Snake Eyes Adams mit dem Close-Up, der kann aber gegen Mustermann kontern und somit rennt Snake Eyes ins Leere. Schadet ihm zwar nicht, aber da hätte er sich doch lieber gewünscht, den Adams zu treffen. Dropkick jetzt von Mustermann, der einzige jetzt, der oben ist. Snake Eyes kontert ihn aus, Adams ist auch oben. Kick von Adams. Und der Superman-Punch von Snake Eyes, da muss er jetzt sich beeilen. Beide am Boden, Snake Eyes ringt um Luft. Oh, das war zu langsam, da wird der Adams rauskommen. 1, 2, da kommt der Adams raus. Und Adams jetzt wieder im Spiel, kontert jetzt hier. Aber Snake Eyes will die Kontrolle nicht verlieren, wehrt sich dagegen. Oh, da hat er ihn wieder überrascht. Da hat er ihn wieder überrascht, Snake Eyes am Boden. Mustermann ebenfalls. Aktuell sehr gute Chancen für Andrew Adams, den Titel zu holen. Aber man sieht, er braucht jetzt auch länger hochzukommen. Er muss immer kurz Luft schnappen noch. Oh, der verteilt Schmerzen an Snake Eyes, wie wir hier sehen. Wirkt ihm hier die Luft raus. Aber Mustermann nimmt jetzt die Seile zur Hilfe, kommt auch wieder hoch. Und wir sehen, der Platz, eine Platzwunde bei Snake Eyes, der jetzt ebenfalls am Bluten ist. Einziger ohne Platzwunde ist Andrew Adams, der jetzt auch Mustermann wegkickt. Beide am Boden. Adams wieder alleine. Adams wieder der Einzige, der steht.
Aber das heißt, gegen einen Mustermann ist ein Snake Eyes überhaupt nichts. Das ist schon fast normal. Hat man ja auch dort hat er auch geblutet und hat es trotzdem noch gerissen. Ja. Auch Mustermann war schon oft am Bluten, hat noch gewonnen. Aber daraus hat Adams gelernt. Setzt Snake Eyes hier weiter zu. Er weiß, da darf ich nicht aufhören. Egal wie sicher es scheint. Da muss ich weiter nachsetzen. Mustermann mit dem Cover. Adams ist aber da. Oh, und jetzt... Ah, da wäre fast der Adams rausgeflogen. Jetzt fliegt er runter. Snake also gegen Mustermann jetzt. Wenn da jetzt eine harte Aktion durchbringt, kann es das gewesen sein. Mustermann. Legt Snake Eyes zu Boden, wenn er jetzt schnell ist. Cover jetzt an Snake Eyes. Nein, ich habe mich getäuscht. Er richtet ihn sich hoch, das wäre jetzt die Chance gewesen. Was macht der Mustermann da? Was macht er da? Das wäre eventuell der Sieg gewesen. Oh, das nutzt Adams draußen aus. Bestraft Mustermann hart. Und wir haben Backstage, die Chance. This is awesome, schreien die Wrestler. Und Adams jetzt gegen. Aber Snake Eyes hat jetzt Zeit, wieder dazu zu kommen. Buddy's Best Killer, danke fürs Follow. Eliezer 7, danke fürs Follow. Adams jetzt mit ganz klaren Vorteilen. Beide am Boden, beide ziemlich angeschlagen. Aber Snake Eyes kontert. Und so schnell kann sich der Blatt wenden. Cover an Ende. Adams. 1, 2. Nein, Adams kommt raus. Snake Eyes setzt aber hier weiter nach. Kopfschere bearbeitet. Schlägt auf den Kopf von Adams ein. Ja, er sollte nicht posieren. Er sollte... Den Mustermann, der rappelt sich jetzt so langsam wieder auf. Snake Eyes sieht das aber. Der Mustermann fängt sich den Schlag an. Snake Eyes ist jetzt gerade hier dominant in der Phase. Hält beide Gegner hier in Schach. Befördert jetzt Adams zu Boden mit einem harten Schlag. Leg Drop. Mustermann ist aber wieder da. Cover. Das rettet Mustermann für Adams. Beziehungsweise für sich selbst. Oh, Dropkick von Snake Eyes an Mustermann. Aber Adams kommt hoch. Snake Eyes sieht es eventuell nicht. Hinter ihm, genau, er sieht es nicht. Schlag in den Rücken von Adams. Nimmt sich jetzt Snake Eyes auf die Schultern und katapultiert nach hinten mit dem Suplex. Das tat weh. Cover. Da könnte Snake Eyes Glück haben, dass Mustermann rechtzeitig zur Stelle ist, ja. Und die harte Close rein vom Mustermann. Wir sehen auch hier im Main Event wieder das typische Schattenboxen, worin unsere Wrestler sehr gut ausgebildet sind. Aber jetzt die Schläge sitzen gegen Snake Eyes. Und das Knie. Das Comeback von Mustermann wieder. Ah, diesmal hat Snake Eyes gelernt. Kontert es aus. Snake Eyes jetzt hier. Ist das der Ansatz? Will er da? Aber da kommt Mustermann wieder auf die Beine. Schnappt sich Snake Eyes auch. Und der DDT gegen Snake Eyes. Wenn Mustermann jetzt schnell ist. Andrew Adams noch am Boden. Mustermann, Cover an Snake Eyes. 1, 2. Das ist es. Nein! Snake Eyes schafft es wieder in letzter Sekunde, sich daraus zu befreien. Adams war am Boden, konnte nicht eingreifen. Ja, das kennen wir von Snake Eyes. Mein lieber Scholli. Jetzt Adams wieder. Befördert jetzt Mustermann zu Boden. Das könnte jetzt hier entscheidend sein, liebe Freunde. Da muss Adams nachsetzen. Der braucht zu lange. Beide waren am Boden. Oh, wir sehen schon die... Da. Die weiße Bemalung von Snake Eyes. Die ist schon fast komplett rot. Ich glaube, das Sprung schneidet er nur an. Damit es gegen Rootsmatch gegen Adams, das ist ja auch so.
Ja, aber die Wrestler werden natürlich daraus gelernt haben. Die haben dich natürlich auch beobachtet. Die haben natürlich Snake auch beobachtet. Und Adams jetzt hier sehr, sehr stark. Wirft Mustermann zu Boden. Snake ist immer noch, ja, regungslos im Ring. Aber Mustermann, der rappelt sich wieder auf. Das ist wieder das Ende des Matches. Das ist wieder Mustermanns Stärke. Rappt sich jetzt auch Adams. Snake Eyes wurde jetzt hier von Adams zu Boden befördert. Jetzt kommt's drauf an. Adams oder Mustermann? Oh, die Aktion hat gesessen. Das sieht sehr gut aus für Adams. Das sieht sehr gut aus für Adams. Und legt weiter nach, um Mustermann noch weiter zu schwächen. Er kennt ihn, er weiß. Den Mustermann, da muss ich mehr austeilen als bei anderen. Auch gegen Snake Eyes natürlich. Ja, da zwei Gegner, da wo er doch einiges an Aktionen zeigen muss, wo er viel Kondition benötigt. Aber er zeigt, dass er die hat. Er kontrolliert gerade beide Gegner. Nimmt sich jetzt Snake Eyes zur Sicherheit. Vermutet wohl, dass er hier wieder lauert. Und hämmert ihn auch zu Boden. Ja, Mustermann wieder da. Die Schläge im Rücken. Oh, und Adams kontert, lässt ihn gar nicht erst reinkommen. In dieser Phase gerade, Adams sehr, sehr stark. Hat beide hier unter Kontrolle. Dropkick gegen Snake Eyes, den pfeffert ihn auch wieder zu Boden. Aber Vorsicht, Adams, da steht Mustermann. Und auch ihn kontrolliert er wieder. Aber Snake Eyes rappelt sich hoch, schnappt sich Adams. Der Dirty Deeds, Adams am Bluten. Mustermann versucht jetzt das Cover, obwohl Snake Eyes greift ein, das war dein Dirty Deeds. Verhindert hier das Cover von Mustermann. Oh mein Gott, jetzt kann sich hier jeden Moment alles entscheiden. Wer wird Champion? Wer holt sich den Miyagi Champion Title? Cover von Snake Eyes, Mustermann rettet. Alle drei Beteiligten jetzt, Blut überströmt. Ein hartes Match. Ein intensives Match. Alle drei wollen den Titel. Sie wissen ganz genau, was auf dem Spiel steht. Cover von Mustermann an Snake Eyes jetzt. Adams am Boden. Eins, zwei. Nein, Snake Eyes kommt raus. Und Mustermann, der jetzt Snake Eyes bearbeitet. Aber es sieht so aus, wenn Snake Eyes hier aus der Kopfschere rauskommen kann. Setzt jetzt Schläge an Mustermann an, die treffen. Adams kommt aber wieder auf die Beine. Und das hat Snake Eyes bis jetzt noch gar nicht gesehen. Snake Eyes in der Ringecke jetzt. Aber auch da kontert er wieder. Auch Snake Eyes kommt hier wieder zurück. Aber Adams legt weiter nach. Er weiß natürlich, mit welchen beiden er sich hier eingelassen hat, was er sich hier eingelassen hat. Aber auch in seinem berühmten Elimination Tag Match hat er bewiesen, dass er alleine gegen drei Mann sogar bestehen kann. Warum also nicht hier gegen zwei? Ja, das macht die Sache etwas schwieriger für ihn. Jetzt denkt also Mustermann, der Mustermann jetzt Aktion ansetzt und auch durchbringt. Mustermann am Boden. Adams schnappt sich Snake Eyes. Das könnte die Chance sein. In die Ringecke. Aber auch das lässt Snake Eyes nicht zu. Und Adams macht einfach weiter. Er macht einfach weiter. Mustermann jetzt mit dem Cover. Adams braucht es. Der Ringrichter braucht. Ah, mein Gott. Adams rettet. Oh, und jetzt wieder eine. Adams braucht aber hier auch Snake Eyes jetzt bei Adams. Mustermann ausgeschaltet. Wirft Adams zu Boden. Mustermann setzt jetzt gegen Snake Eyes hier zu seinem Finisher an. Kriegt ihn auch durch. Adams braucht noch, bis er hochkommt. Pinversuch von Mustermann. Ist Adams rechtzeitig da? Eins, zwei, ja. Oh, Adams rettet. Aber ich glaube, Snake Eyes wäre da eventuell rausgekommen. Das weiß man bei Snake Eyes nicht so richtig. Und jetzt Cover von Adams.
Snake Eyes rettet. Was für ein Kampf. Wer wird hier als Champion-Titelträger rausgehen? So ein spannender Kampf. Das muss uns die WWE mal nachmachen. Allerdings. Alle mit den gleichen Chancen hier. Ich glaube, alle sind platt. Jetzt kommen wir die letzten Reserven hier an. Oh, Adams, jetzt befördert Mustermann nach unten. Beide Gegner, Snake Eyes am Boden. Mustermann am Boden. Adams etwas angeschlagen, braucht Zeit, bis er hochkommt. Er will aber Mustermann, wenn das ist, Mustermann kontert. Beide am Boden. Aber Snake Eyes kommt jetzt wieder hoch. Adams kriecht zum Seil. Snake Eyes mit dem Cover Mustermann. Schafft es Adams? Zwei? Nein! One Year Fall! Da wäre Snake Eyes fast Titelträger gewesen. Adams hätte es nicht geschafft. Er kriecht am Boden. Er sucht ja nach Luft. Er ringt nach. Er will hochkommen. Er schafft sich. Er ist sehr lange jetzt gerade schon. Er atmet erstmal durch. Jetzt das Cover! Wie dreist! Aber geht nicht durch. Da rettet Snake Eyes. Und wir sagen Tschüss zu Wolverine. Tschüss, Wolverine. Und der Manager von Angry Adams sagt, er glaubt, er stirbt gleich. Ja, es sieht ganz danach aus hier im Match. Ich hoffe, alle drei überleben. Und die brauchen wir noch. Es wird hier heute nicht das Ende sein, aber wir werden einen Titelträger küren. So, muss aber jetzt. Ziemlich regungslos am Boden. Snake Eyes in der Ecke. Adams kontrolliert. Snake Eyes kontert. Adams auch. Ich sag ja. Robotox. Ein Hin und Her. Robotox sagt, es ist immer noch awesome. Lord Mesa, das ist nicht langweilig. Das ist halt richtig ein richtig spannender Kampf. Oh. Ich weiß, wer gibt. Oh, ich muss kurz. Oh, diese harte Elbow-Folge von Adams. Dafür ist er bekannt gegen Snake Eyes hier. Der hört gar nicht mehr auf. Oh, oh, oh. Da muss Mustermann jetzt hochkommen, sonst war es das. Da muss Mustermann hochkommen. Adams lässt sich Zeit. Sonst war es das. Sonst hat Mustermann ist er den Titel los. Adams macht's geschickt. Geht jetzt auf Mustermann los. Kontert ihn jetzt aus. Oh, das ist wirklich unglaublich. Hier sitzt keiner mehr, egal wer. Sogar die alten Leute stehen. Oh ja. Um zu sehen, wer gewinnt. Wir stehen auch schon gespannt. Mustermann jetzt hier gegen Snake Eyes. Mustermann war jetzt auch derzeit nicht auffällig gewesen. Das ist wieder seine Taktik. Jetzt Dropkick gegen Snake Eyes. So kennen wir ihn. Der Chairman hat sogar schon selbst seinen Hut runtergeworfen. Ja, soweit ist es schon. Shoulderblock jetzt von Snake Eyes. Und auch super mit Patrick gekontert von Mustermann. Fördert jetzt Snake Eyes hart zu Boden. Wenn er jetzt schnell ist, kann er seinen Titel verteidigen. Adams braucht noch. Cover von Mustermann, Snake Eyes. Das ist es. 1-2. Nein, Snake Eyes kommt hier raus. Unglaublich. Snake Eyes beweist mal wieder unglaubliche Stärke. Aber Mustermann legt nach. Kopfschere und jetzt die Schläge auf den Kopf. Und Snake sieht auch übel zugerichtet aus. Wir sehen es gerade hier in der Ringecke, wie das Blut runterläuft. Adams am Boden, muss man das Cover, aber Snake ist eigentlich da, das wird nicht durchgehen. Da rettet Snake Eyes. Ein wunderbar spannendes Match, was wir hier erleben zwischen den dreien. Das ist unglaublich. Die schenken sich wirklich nichts. Ich will nicht so weit das Twitch-Title-Match sagen, aber ich muss wirklich sagen, dieses Match toppt es nicht. Beide sehr starke Matches.
Wir haben den Überlebenskampf von Flexano gesehen, als er den Twitch-Titel gesichert hat, gegen den Felsenschnipp, der unbesiegbar schien. Und hier erleben wir eine andere Art von Kampfeswillen. Alle drei, die nicht aufgeben wollen. Keiner der überdeutliche Favorit. Alle drei sehr, sehr stark. Adams fegt jetzt hier Snake Eyes zu Boden. Mustermann steht aber hinter ihm, wenn Mustermann jetzt eine Aktion anbringt. Aber der ist selber geschwind. Nein, Adams! Dropkick gegen Mustermann. Snake Eyes ist aber da. Pfeffert ihn zu Boden. Oh Gott. Mit dem Knie jetzt zum Boden. Mustermann auch da. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Das muss ich doch gleich entscheiden. Wie viel halten die denn aus? GDT von Mustermann an Adams. Snake Eyes sieht sich Adams zurecht. Mustermann sieht es ja gar nicht. Was ist mit Mustermann los? Angeschlagen, nein, er rettet noch. Oh Mann. Ey, ohne Scheiß, das ist echt so spannend, ne? Ich muss pinkeln. Ja, ich auch, aber das geht jetzt nicht. Mustermann setzt jetzt zum Finisher an. Gegen Snake Eyes. Adams ist aber da. Schaut sich das an. Will er sich danach Mustermann packen und dann den Titel? Nein, er covert Snake Eyes. Da hätte aber Mustermann anschlagen müssen. Macht er jetzt auch. Er befördert ihn in die Ringecke. Snake Eyes kommt jetzt wieder zu sich. Der Kick fängt sich direkt den Kick von Adams ein. Jetzt auf Mustermann. Oh, das sieht sehr, sehr gut aus für Adams. Beide am Boden. Aber was macht er da? Noch hast du den Titel nicht. Das kannst du danach machen. Bei der Siegershow. Das kannst du machen nach der Aftershow-Party. Beide jetzt am Boden und Adams will jetzt den Vorteil nutzen gegen Snake Eyes. In die Ringecke. Aber er merkt, dass er hört, dass Mustermann da sich wieder bewegt. Dreht ab von Snake Eyes, schnappt sich Mustermann. Und jetzt, so schnell kann sich das ändern. Jetzt Snake Eyes der Dominierende. Adams in der Ringecke geschwächt. Mustermann am Boden. Oh, Mustermann hängt jetzt hier in der Ecke, kontert jetzt Adams aus. Snake Eyes Schlag geht daneben. Oh, und Snake Eyes Adams am Boden und der Chokeslam am Mustermann. Das kann unser neuer Titelträger sein, wenn er schnell ist. Adams immer noch am Boden. Snake Eyes, cover doch Mustermann. Unglaublich. Unglaublich. Mir bleibt die Sprache weg. Das wäre der Titel gewesen. Das wäre der Titel gewesen. Hat aber auch gesehen, dass Adams sich bewegt. Aber ich glaube nicht, dass Adams so schnell hochgekommen wäre. Aber Snake Eyes ist der Profi. Vielleicht hat er da eine andere Einschätzung gehabt. Leg Drop jetzt von Mustermann an Andrew Adams. Oh, Snake Eyes jetzt übers Ring sein. Ich dachte, er ist ja wieder draußen befördert. Das wäre natürlich dann schön für Adams gewesen. Alleine mit Mustermann. Oh, wir hätten schon fast den neuen Titelträger gehabt. Bin ich fest der Meinung. Boah, und jetzt Mustermann, der jetzt hier gegen Snake Eyes austeilt. Adams am Boden. Oh, das nutzt jetzt Adams aus. Dropkick. Aber Mustermann völlig unbeeindruckt. Das nach dem Match.
Oh, Snake Eyes rappelt sich auch wieder am Seil auf. Oh, und Snake Eyes jetzt wieder in extremen Vorteil. Adams am Boden. Pfeffert Mustermann runter. Setzt zum Finisher an. Ah, da muss er hoffen, dass der andere lange noch am Boden bleibt. Oh, das dauert viel zu lange. Snake Eyes, das wäre schon wieder der Titel. Das wäre schon wieder der Titel. Eventuell ist er auch gerade befallen vom chronischen Kackreiz, wie wir hier jetzt gerade sehen, wie er jetzt hier diese Entspannungsdehnübungen macht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oh, da wartet er natürlich. Er will den Finisher bringen. Er will den Chance eine Show bieten. Die Wrestler ziemlich K.O. Adams zuerst am Boden. Kick jetzt in den Magen. Er hat jetzt den Finisher abgebrochen. Nachdem er so lange gewartet hat. Zieht sich jetzt hier Adams zurecht. Aber Mustermann kommt hoch. Cover jetzt an Adams. Da hat Adams lange Zeit. Da kommt er auch noch vor 1 raus. Ja, lieber Snake Eyes, das war es schon zweimal fast für dich gewesen. Das ist verschenkt. Und jetzt hier der... Oh, jetzt hat er beide am Boden. Das war... Was war es? Ein DDT? Jetzt Pin von Snake Eyes. Adams weg. 1, 2. Ist das der Titel? 2, 3. Wir haben einen neuen Titelträger mit Snake Eyes. Ist der World Miyagi Championship Titelträger am heutigen Abend. Er hat es zweimal fast verschenkt. Snake Eyes kommt hier hingerannt. Yes! Yeah! Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch an Snake Eyes nach diesem Match, wofür alle das drin waren. Mustermann ist... Wurde jetzt hier erlöst von der Titelregentschaft. Wir haben einen neuen Titelträger im zweiten Anlauf im Triple Threat Match. Snake Eyes, der hier den Titel nach oben hält. Ich lasse dieses Bild stehen mit dem neuen Titelträger im Miyagi Universe. Und. Oh, ich muss ja mal Luft holen. Ja, erstmal Werbung. Wir müssen ja auch von irgendwas leben. Richtig. Hart gekämpft, Snake Eyes. Wurde ausgezählt am Donnerstag, am Freitag im Rückmatch, sich noch gerade eben ins Titelgeschehen hier reingeschleust zum Triple Threat gegen harte Gegner, gegen Mustermann und gegen Andrew Adams. Aber wie wir sehen, er konnte sich beweisen. Miyagi World Championship Titelträger. Snake Eyes. Nach einem harten Weg. Langen Weg. Moment. Ich fülle mal die Lücken. Ja, wir feiern mit Snake Eyes. Der sich freuen wird zu Hause, der bestimmt Freudentänze gerade macht. Bestimmt in die Küche gerannt, hat die Mutter umarmt. Die Mutter wusste gar nicht, was los ist. Hat gesagt, kündige deinen Job. Wir brauchen nicht mehr arbeiten.